Einen wunderschönen guten Tag zu einer weiteren geschmeidigen Runde Age of Mythology. Eigentlich wäre jetzt eine Folge gekommen mit unserer Rock Valley, aber sagen wir es mal so, da gab es einen Synchronisationsfehler und danach war Steam nicht mehr verfügbar. Am 6. um 0. Naja. Ich spiele Nüwa, 10%, der Gegner 100. Ich weiß nicht, was kommt. Wir werden sehen. Titanriesig Blitzpartien, ne? Wir müssen auch irgendwie 14 Blitzpartien spielen. Nur 3 Errungenschaften. Und wir müssen auch 50 schnelle Spiele spielen und um die 700 Games insgesamt. Nahrung. Boom. Yoshima Fenfu. 有什么吩咐？遵命。准备好了，樵夫。什么事？樵夫。是的，好的。有什么吩咐？樵夫。哎，davon auch noch was generieren。有什么吩咐？ Da sind noch Ziegen. So, das war dieses Neuerschaffen. Ah, okay, das ist Kreis. ¿Qué es eso? 100 dafür ein Tempel. 60 kostet das, okay. 有什么吩咐? Dam-di-dam. 是的，好的，是的，遵命. Ja, wir hängen halt jetzt übelst hinterher gerade. 准备好了。是的，准备好了。遵命。出发。准备好了。是吗？Was haben wir hier? Ein paar geile Karibus. 遵命。是的，出发。准备好了。有什么吩咐？是的，好的。什么事？出发。 Terrakotta. Wir hätten auch auf Bogenschützen gehen können, aber gehen wir auf voll Eco-Wirtschaft. So, dann bauen wir das zweimal, das zweimal. Das. Dann expandiert er da schon relativ krass. So, dann können wir das hier eben zu Ende bauen. Eins, zwei, drei, vier. Alles gerade nicht so prickelnd.
Na, zumindest haben wir Ressourcen. Wenn wir nichts haben, das haben wir. Okay. Das kann weg. Wenn du das gebaut hast, mach das. Ich brauche nicht. Du musst das und okay. Ja. Das ist jetzt ein wenig ungünstig, sagen wir es mal so. Es ist ungünstig, aber nicht ganz so schlimm. Elf Leute haben wir noch, perfekt. Ja, das sind halt diese 10%, die uns noch fehlen, ne? Verzagen. Wir machen das schon. Wir machen das schon. Du gehst mal noch da. So, dann setzen wir mal kurz den Mark dahin. So, jetzt ist mal schnell das nächste Zeitalter. Das. Da hat er seine krasse Armee geused. Was? Okay. Jo, rein da. Schnell die Bekehrung anwerfen. Schnell die Bekehrung anwerfen. Das machen. Den Häuser, jo.
So, da brauchen wir jetzt noch Nahrung. Was hat er gebaut? Was hat er gebaut? Ach, das war ein Wunder. Bei Felderwirtschaft. Sepp. Ja, dass man hier nicht farmen kann für Essen. Jetzt sind wir gerade ein bisschen im Verzug, das ist ein bisschen ungünstig. Komm, mehr davon. Boah, das war fast. So, schnell das machen. So, expanden können wir ja trotzdem. Minuten, ey, wie soll man das schaffen? Naja, wir werden das schon hinkriegen. Ja, die Bogenschützen machen das schon. Laufen. So, dann schnell die Sachen hochtecken. Okay. Haben wir das auch geklärt? Dann machen wir schnell das. Und schnell das.
回就绪。 什么事？ 攻击！ 出发！ 遵命！ 有什么吩咐？ 出发！ 啊， 5 Minuten, das ist schon klar. 是的， 攻击！ 我 brauchen mal ein bisschen hiervon. Und wir brauchen mal wieder ein paar neue Units. Komm schon. Zun Ming. Shima. Shida. Qiao Fu. Shida. Yoshima Funfu. Yoshima Funfu. Zun Ming. Ja, dann macht ihr schnell das. Drei Minuten, ne? Was ist das? So, dann mal schnell noch Gold ums Becken. Zwei Minuten, das wird echt schwierig. Weil wir halt nicht so viele Units haben irgendwie, wie ich das eigentlich gerne hätte. Zeit verrennt auch in dem Spiel einfach nur. Ach, der ist Ägypter. Das ist echt schlecht. Okay, das ist geklärt. Dann können wir uns noch da zurückziehen. Und nochmal gerettet, ey.
有什么吩咐，是吗？ 我 gar nicht mal Hälfte leben, ne? So, wir nehmen ihm jetzt einfach sein, seine Bewohner, also seine Units, die mit denen er halt Sachen baut, also seine maximale Dorfbevölkerung. Dorfbewohner, damit wir die Leute da abfangen können. So. So haben wir noch tatsächlich ein komplettes Fiasko in den Sieg verwandelt. Also noch ist ja nichts passiert, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Richter, 32. Weil das waren Bäume. Dann hackt das hier weg. Oh. Schnell das bauen und dann geht das auch schon los. So. Der Titanus kämpft da noch um sein Leben. Und der will jetzt noch ein bisschen outriddled werden. Ziehen wir mal eben schnell noch eine Wall hier unten. Und der outsmartet den Scheiß hier mal. Schnell noch davon ein paar Units, echt wenige Units, ne? Der halt weg ist, haben halt wieder einige Units frei, ne? Würde ja gleich der Fall sein. Ja, dann outriddeln wir den hier mal. So.
So und dann so. Geht da mal ran. Was ist denn jetzt deine Mission hier? Will er einfach sein Land verlassen hier oder was? Ja, der macht da irgendwelche komischen Sachen. So, 8 Minuten. Boah. Klären wir das Gebiet von hinten. So. Ach, er mit dem Ohr. Ja, dann könntest du noch das hier outriddeln, ne? Moment, so, 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 so und dann so. Die jäten da den Unkrautweg. So. Warte mal. Wir können doch bestimmt noch irgendwas für unsere Dorfbewohner tun, oder? Dann tun wir... Haben die weggeklemmt, ja. Hat er sein Ding verloren? Okay. Alternativ könnt ihr einfach das da wegprügeln. Der hockende Tiger macht hier seine Arbeit. So, hier geht das dann mal weghauen. Den Tag. Outriddled, outsmart. Was brauchen wir jetzt? Gold. Das kriegen wir hier. Dann machen wir diesen, so und so. Ja, der hätte auch mal einen Leuchtturm placen können, ne? Und noch was. Geht der jetzt nach da?
So. Dann so. Dann sammelt ihr euch da mal. Wieder kein Gold, ne? Gold ist immer so eine Sache, ne? So, dann müssen wir den noch ein bisschen outriddeln. So, das brauchen wir nicht. Okay. Alles weggeriddelt. Oh, der sein Tempelturm abgerissen hat. Wir haben Widerstandsweg gegen Burlap und das. Okay. Das ist der andere. Okay. Alle sind besser und Angriffsstärke der Türme wurde erhöht. 1-4 und 2-4. Aha. Was sagen hier die outrüdeten Dinger? Outsmarted. Was bringt das denn? 13 Punkte. Hm. Der Mauer hat eine Sichtweite. 120 Lebenspunkte. Das macht ja bei diesen richtig fetten Wänden halt auch schon was, ne? Okay, es sind tatsächlich alle unsere Krieger. Dann so. So. Die letzten 8 lassen wir dann mal stehen. So, können wir noch etwas anderes Produktives bauen? Nein. Haben wir das aber gerade noch mal so gekriegt, aber nur weil wir gute Belagerungsgeräte haben. Ja, das war meine Idee. Wenn dann alle hier hingesmartet sind. Müssen zumindest mal einmal einen Weltwunder gebaut haben, so wie die immer rushen. Also es geht 1v1 gegen Titan mit 10%. Wir werden mal sehen, ob wir es um in 0 schaffen. Glaube ich persönlich nicht dran, aber es geschehen ja noch Wunder, ne?
Wir brauchen also irgendwas, was halt permanent Ressourcen reinjietet. Und das sind halt die Chinesen hier, die gehen halt richtig ab. Dürfte der Markt sein, jo. So, dann haben wir das alles mal gebaut. Diese Sounds in dem Game einfach nur legendär. Auch das Ding benutzt hat zum Blocken, ne? Jetzt kann ich auch mal darauf klicken. Mal sehen. Kann man da drüber laufen? Ja, nicht nur drüber, sondern auch drunter. Lul. Grafik. Man kann das hier rauf und runter laufen, das ist auch schon schick. Und Riddled. Der da aus seiner Höhle rausgeflogen kommt, ne? Der einfach durch den Boden kommt. Er ist wie so ein Zombie in 7 Days. Die haben jetzt auch eine neue Fähigkeit, aber das seht ihr ja dann in unseren Videos. Müsste die Tage auch wieder Neues kommen. Warten wir jetzt durch. Wie viele von den Schützen haben wir denn eigentlich? Schauen wir mal eben in die Postgame-Stats hier. Ja, gut. Kurve wird bestimmt hier. Ja. Er war halt oben und hier war der Breaking Point. Nachdem er die Titanpforte gesetzt hatte, war er eigentlich schon gut wie tot. Aber hier. Junge. Naja, das war's von mir. Das war euer Kion Graubot mit einer lustigen Runde 1v1 in Age of Mythology. Bleibt gesund. Haut rein.